Hallo ihr Lieben! So, ich zeige euch jetzt, wie man ein Herz aus einem 10-Euro-Schein macht, damit wir es in unsere schöne Elchkarte stecken können. Und ihr habt hier den 10-Euro-Schein, wobei das mit allen anderen auch funktioniert. Ihr dreht es um, so dass ihr die silberne Seite nicht sehen könnt und faltet es einmal so in die Mitte. Ich habe das bereits mit diesem Schein gemacht, damit ich es mir leichter mache. Ich weiß, für euch ist es komplizierter, aber ihr könnt euch das Video ja mehrmals anschauen. Dann geht es auseinander. Dann faltet ihr diese zwei Teile auch nochmal in die Mitte. So. Und dann dreht ihr das Ganze um. Dann faltet ihr diese Ecken in die Mitte rein. Nochmal rein. Und jetzt nehmt ihr diese obere Seite, die doppelt ist, und knickt sie so nach vorne um. Und während ihr hier mit einem Finger festhält, könnt ihr bereits diese Seiten schön umfalten, so dass so etwas entsteht. Und jetzt müsst ihr nur noch diese Eckchen hier zusammenfalten und dieses Eckchen hier zusammen. Und hier oben, damit das schöne Herz entsteht, nochmal, also das Eck, so ein bisschen bis ungefähr bis zu dieser Mitte, also bis zum anderen Eck, runterdrücken. So sieht es aus. Und wenn ihr es umdreht, habt ihr bereits dieses schöne Herz. So, ihr Lieben, jetzt wo wir das Herz haben, zeige ich euch, wie man diese Karte auch bastelt. Und zwar nehmt ihr ein A4 Blatt und faltet es in der Mitte. Ich habe den Brunnenblock, den ich euch immer unten anbiete und vorstelle, weil der einfach ein dickeres Papier hat, das irgendwie für alles gut ist. Und jetzt braucht ihr einen Stift, also ich habe einen Filzstift hier, einen Stabilo-Filzstift in Grau. Und jetzt macht ihr möglichst symmetrisch einen großen, so leicht birnenförmigen Elchkopf. Ich weiß, das ist nicht ganz leicht auf einmal. Und macht hier unten gleich ein süßes Lächeln. So. Dann macht ihr hier oben die süßen Hörner, so ganz einfache, und nochmal. Und hier ganz niedliche, süße Ohren, so viel Platz wie ihr da habt, denn für die Karte braucht man einfach ganz viel Platz. Und hier oben, also hier oben ungefähr, macht ihr jetzt zwei süße Augen mit Glanz, also so oval, und oben einfach ein bisschen Glanz lassen. Die sollen ungefähr gleich aussehen von der Größe her. Und jetzt macht ihr hier bitte einen solchen Bogen, damit ihr wisst, wo ihr schneiden müsst. Aber ich schneide ein bisschen mehr. Also zum Beispiel ungefähr bis zu einem Zentimeter. Am besten bitte mit einer Unterlage drunter. Ich habe einen Arbeitstisch, auf dem kann ich das auch so machen. Auf dem wurde schon oft geschnitten. Genau, also hier ganz leicht so ein bisschen drüber. Und jetzt steckt ihr dieses schöne Herzchen hier rein. So. Und fixiert das hinten, also ich knicke das so wieder um, fixiert das bitte hinten mit einem durchsichtigen Klebeband, einfach damit es nicht so rausfällt. Ganz normales Klebeband. Und hier oben müsst ihr es vielleicht auch noch fixieren, würde ich aber so folgendermaßen machen. Also bitte abschneiden ein Stück. Ungefähr 5 cm und rollen, also so rollen in die Mitte und hinten leicht zukleben.
Jetzt. So, dass ihr so eine Rolle bekommt. Also diese Rolle, ja, die sieht man hoffentlich, die klebt ihr hinten so dran, so dass beide Seiten, man kann es auch mit doppelseitigem Klebeband machen, haben aber nicht alle. Und klebt es so zusammen. Und schon habt ihr eine wunderschöne Karte, wo ihr 10 Euro verschenkt an jemanden zu Weihnachten. Und so habt ihr so einen süßen Elch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft es natürlich ausmalen, wenn ihr wollt. Also man könnte hier zum Beispiel was Hellbeiges machen und hier braun und hier und so weiter. Oder den Himmel dann mit Schneeflocken machen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Für mich war das jetzt nur so zum Zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bald wieder mit neuen Sachen. Bis demnächst, eure Dani. Tschüss.